Sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren! Wir haben bereits im Ausschuss ausführlich über Verbraucherbildung und ökonomische Bildung gesprochen, und ich denke, wir sind uns zumindest in folgenden Punkten einig. Bei vielen Schülerinnen und Schülern fehlen Kenntnisse über ökonomische oder rechtliche Zusammenhänge fast vollständig. Und das betrifft nicht nur theoretische Bereiche, also zum Beispiel Hintergrundkenntnisse bezüglich komplexer wirtschaftlicher Abläufe, sondern auch ganz konkrete und praxisrelevante Dinge des Alltags, die junge Erwachsene persönlich betreffen, zum Beispiel das Durchführen von Überweisungen, Abschließen von Verträgen, Rechte und Pflichten aus diesen Verträgen und so weiter. Und leider, das kann ich nach 10 Jahren Erfahrung mit den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern am Berufskolleg sagen, tritt dieses Problem bei allen Schulformen gleichermaßen auf. Die Frage ist nur, wie lösen wir nun dieses Problem? Die FDP hatte ursprünglich vorgeschlagen, ein eigenes Fach Wirtschaft an Realschulen zu schaffen. Dieser Antrag ist im Ausschuss abgelehnt worden. Die jedoch immer in verschiedenen Bereichen wieder auftretenden Forderungen nach diesem oder jenem zusätzlichen Fach könnte auch endlich Anhaltspunkt sein zur Überarbeitung von Lehrplänen generell und zum Aufbrechen der Fächer hin zu eher fächerübergreifender, projektorientierter Arbeit. Dies hätte vor allem den Charme, dass ökonomische Modelle, Zusammenhänge und Entscheidungen im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen betrachtet würden. Diese Idee der Verknüpfung von Verbraucherbildung mit hauswirtschaftlichen und ökonomischen Inhalten ist zwar in den Vorschlägen erkennbar, allerdings wird aus unserer Sicht viel zu sehr auf die Rolle von Schülerinnen und Schülern als Konsumentinnen und Konsumenten geschaut. Dies ist uns aber zu wenig und bildet insbesondere die moderne Medienwirklichkeit nicht ausreichend ab. Sieht man sich beispielsweise den im Beschluss der Kultusministerkonferenz erwähnten Bereich von Medien und Informationen näher an, so müssen junge Menschen hier über die Rolle der Konsumenten hinaus auch in ihrer Rolle als Schaffende, als Gestaltende oder, um es ökonomisch zu formulieren, in ihrer Rolle als Produzierende stärker berücksichtigt werden. Außerdem ist es für uns eine ganz wichtige Frage, wer dann konkret in den Schulen die Anteile der Wirtschaftswissenschaften unterrichten soll. Mir reicht es an dieser Stelle nicht, wenn hier fachfremd mit wenig Fortbildung ökonomische Inhalte vermittelt werden. Gerade in diesem Bereich sehe ich zudem die Gefahr, dass Lobbyverbände kostenfreie Materialien produzieren, und ich hoffe entsprechend, dass fachkundige Kolleginnen und Kollegen in den Schulen die Prüfung dieser Unterrichtsmaterialien vornehmen können. Das Thema Verbraucherbildung an Schulen ist uns wichtig. Auch wir sind für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Angebote. Es kommt dabei aber aus unserer Sicht an vielen Stellen sehr auf die tatsächliche Ausgestaltung dieser Verbraucherbildung an. Der vorliegende Antrag enthält bedauerlicherweise viele der von mir genannten konkreten Elemente nicht, und daher empfehle ich meiner Fraktion die Ablehnung. Dankeschön.